Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Assassin's Creed Origin. Gerade ein bisschen Kampf gehabt und zwar muss ich die Aufnahme mal starten, weil irgendwie die Aufnahme einen Fehler hatte. Gut, ich habe festgestellt, wir können vom Pferd aus die Skorpione abschlachten ohne Probleme. Also die Skorpione sind mir so viel Sorgen gemacht haben, können wir so töten. Wir sind auf dem Weg zum Ausgang. Letzte Woche haben wir ja alles noch abgeschlossen. Ihr wisst vielleicht noch. Ich demonstriere jetzt gleich mal, wie es in der Skorpion hier läuft. Weil ich habe mich echt voll erstaunt. Gut. Irgendwie scheint das Ding gar nicht zu treffen. Da bin ich bewegen. Das ist ziemlich ein leichtes, die zu bewältigen. Kann man irgendwie sowas upgraden? Fähigkeiten, Ausrüstung. Nein, aber wir haben eh schon fast alles. Fähigkeiten. Auch nichts gut. Die Ochsen einfach auch töten. Okay, ich glaube, die bringen uns gar nichts. Beenden Sie jetzt die Musik. Ja, wir gehen zurück wieder. Aber ich kann fast nicht erinnern, dass es so war. Okay, doch, das sieht wieder nach aus. Stimmt, es war hier so düster. Geht es zum anderen Weg. Ja gut, dann verlassen wir die Dimension. Ich bin gespannt, ob es noch weiter gibt. Ich habe an der Karte gibt es noch mehrere Fragezeichen. Ich bin der Meinung, dass die Fragezeichen nämlich die ganzen Schreine sind. Ich gehe jetzt mal hier raus. Ja genau, Blöcke und Mauern zeigen an, dass es wohin geht. Das wissen wir inzwischen. So, sehr schön. Map. Okay, die Orte haben wir. Gibt's hier noch was in der Nähe? Was wolltest du? Ach. Ein Lager. Echt? Hey! Tja, was? Wir machen ihn fertig. Hier kommt keiner lebend drauf. Hey, hab ich. Lass nicht so viel aus. Jetzt habe ich hier noch kurz die Glocke. Was habe ich hier? Hey, halt die Waffe griffbereit. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Was ist was? Okay. Okay. So, das habe ich aber auch gleich. So, glaub, das hätten wir.
Okay, ein Steckbrief. Was ähnliches. So. Das hätten wir mal. Gibt es da noch was zu holen? Okay, hoch. Boah, eine Lade. Okay. Okay, anscheinend ist alles unterirdisch. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier vorne rein. Oder hier rein. Endlich. Das heißt, dass du zuerst versuchst, mich zu töten. Dass du endlich sprechen kannst. So. Alles klar. Diese Schatzkammer. Ich hätte mal alles gelöst mal. Und Schatz in der Vertauscht, logischerweise. Kann ich durch oder so? Nee, anscheinend sehe ich nichts mehr, ne? Oh, da gehen wir raus. Ich bin mir immer noch überlegen, wie viel ich die Schatten eigentlich bringen. Also. Ich meine, im Sinne von bringen, haben die wirklich einen Nutzen? Das ist die Frage, ne? Dass wir die töten. Ich habe das Gefühl, wir töten jedes Mal, kriegen ein bisschen EP, aber sonst kommen irgendwie die Sachen nicht weiter. Das geht. Der Map ist getroffen! Schnell! Hallo? Den haben wir. So, ich habe den Ziel noch aktiviert. Warte mal. Ein Ziel hatte ich, dann das hier. Okay, das heißt, da drin ist was. Boah, da sind wir tot. Irgendwie muss man viel mehr Schaden machen mit dem Pferd. Krass, wie schnell die sterben. Aha, okay. Wollte schon sagen, wie geht's jetzt? Komm ich zum Schatzkammer. Sehr schön. Ich bin meine alte Plünder. So. Okay, da ist wohl nichts. Map. Dann haben wir gleich hier über einen Ort. Das könnte aber durchaus wieder eine Welt sein. So golden dargestellt wird. Okay, jetzt geht da in den Tempel rein. Oh Gott, ich bin vorhin jetzt schon, was es wird. Wir dürfen gespannt sein. Ja, das fängt ja gut an. Ja, wieder eine Passage, ja. Da suchen wir was anderes.
Okay, jetzt müssen wir jetzt nicht viele Wege als derjenige. Mal schauen, wie los diese Welt ist diesmal. Okay. Bist du hochmütig, arrogant? Ein Lügner im Haus des Anubis? Hältst du dich etwa für einen Richter? Du entscheidest über Tripsalem, wenn dein Versagen ist. Hier gibt es nichts für deinesgleichen. Okay. Die Wächter hätten wir abgehängt. Was? Aber hast du eine unterirdische Part? Okay, wir cruisen was anderes mal. Da muss ich sagen, das gefällt mir im Spiel eigentlich, dass alles immer so unterschiedlich ist. Wie zum Beispiel das Krieg komme ich durch einen Unterwassertunnel eigentlich in eine andere Welt. Boah, schau mir die Sonne an. Krass. Okay, wo sind wir? Welches Atom? Ach du Scheiße, Map. Oh, okay. Scheint doch ein bisschen was zu geben hier. Okay, schauen wir mal. Können wir laufen? Hier anscheinend gibt es hier viele Schätze. Schauen wir mal, ob man laufen kann. Vielleicht ist er nicht zu tief. Oh ne, kann man nicht. Was ist dein Wasser? Ein Krokodil. Aufland. Okay. Wasser hat bessere Chance gegen die zu bestehen, eindeutig. So, okay. Oh, 20 Scherben. Die abwarten. Also diese Welt sind schon krass, was die Scherben anbelangt. Hier kann man die ganze Zeit Aufrüstung machen. Okay, Schätzchen ist am Maximum gelevelt. Also dem her lohnen sich diese Welten schon, weil man jetzt wirklich die ganzen Scherben bekommt. Schon. Ja, hat fast gebracht. Hallo? So, beide tot. Oh, wie Schätze unter Wasser auch noch. Da widerstehen könnte. Scherben. Okay, das hatten wir mal. Dann geht's mal darüber. Weil die Sonne wird sogar in der Map angezeigt. Wie krass ist das bitte schön?
Oh, da wäre eine Tafel gewesen zu lesen. Ah, echt? Müssen wir mal hin. Haben wir wohl verpasst dann. Okay, das scheint hier drüben zu sein. Moment. Ja. Jetzt bin ich ganz sicher. Jetzt weiß ich, wo ich laufen konnte. Das ist ein Weg, der Hauptweg unter Wasser liegt. Diesen Berg muss man echt alles plündern, weil überall könnte. Ach, jetzt habe ich hier. So. Überall könnte was sein. Was ja lohnenswert wäre. Was haben wir hier drüben denn? Es gab ja keine Boote, das heißt, ich muss echt aufpassen. Wo die da anbelangt. Kann ich hoch? Nein, kann man nicht. Oh oh, okay. Oh oh. Jetzt kam ein Boot hier. Sehr schön. Ich bringe ihn später. Hier ist ein Artefakt, das holen wir in den Schwächen da zusammen. Jetzt kommen die Boote hier, unglaublich. Krass, wo ist es da vorne? Unter anderem. Ein Schwert, aber leider auch schlecht, dass wir es schon haben. Boah, das hat so viele Schätze. Bronze. Ich dachte noch, da war noch was. Okay, unser Schiff ist irgendwie weg. Ne, da ist es. Okay, welche Ecke machen wir zuerst? Machen wir zu dieser Ecke. Aber immerhin hat es hier keine Krokodile mehr. Zumindest scheint es so. Und wir doch werden wir bald eines Besseren belehrt, wahrscheinlich. Oh. Haus des heiligen Krokodils. Tötet hier. Das ist. Okay, es ist nicht. Es ist noch nicht zu sehen. Okay, es ist unten drin, alles klar. Das heißt, wirklich im Haus des Krokodils. Aber irgendwie sind. Was machen wir eigentlich hier? Wir töten heilige Krokodile? Irgendwie ganz komisch. Einerseits werden sie spielen so dargestellt, dass werden sie heilig, man dürfte sie ja nicht töten. Was alleine?
Boah, da oben gibt es so viel zu holen wieder. Das ist was. Tod, bat Isis sich nicht zu fürchten. Ich kam aus dem Himmel, um das Kind für seine Mutter zu heilen. Bei uns tat er das nicht. Hopp. Ja, gut. Kann nicht alles immer gleich laufen, überall. Gut, das hätten wir schon mal soweit. Und ich sehe schon, die Folge wird zu Ende. Gut, dann würde ich sagen, in dem Falle war es das dann für heute in Theben. Nee, in das ist Theben. Hallo? Für Theben. Theben ansehen. Nee, wir sind in Aton, oder? Map. Aton, genau, in Aton, da war's. Und dann geht's morgen wieder weiter in der nächsten Folge und da schauen wir uns wieder weiter um. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dann und bye bye.